Ihre und Heimatland. Hallo und willkommen zurück. Hast bei du was The Witcher 3. Stechen. Ich sag dir, ich hab einen Aal gefangen. Der war so groß. Ja, wir eiern hier noch ein bisschen durch die Stadt rum. Ich habe hier noch nicht alles gesehen. Ich würde mich hier echt gerne noch mal ein bisschen umgucken. Ach, sieh da, da haben wir einen Barbier. Ja, dann gehen wir da mal direkt rein und schau mal hier nach. Es wird ja hier mal so langsam Zeit, dass das komische Gezottel da aus dem Gesicht gegrüßt, rauskommt. Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut, bring mein Äußeres in Ordnung. Genau, wird auch Zeit. Deswegen sieht ja schlimm aus. So, erstmal neue Frisur. Rasieren bis auf einen Pferdeschwanz. Was? Lang und offen. Weiß ich nicht. Haben wir das nicht schon? Offen, nicht zu lang. Seiten rasiert, oben kurz, hinten Pferdeschwanz. Das klingt okay. Den elfischen Rebellenschnitt. Naja. Ich weiß nicht, was rauskommt. Oh, das ist da. Ja, und pass auf, wo du dein Messer dahin. Ach Gott. Naja. Habe ich mir anders vorgestellt, aber egal, das lassen wir so. Schmund und Unterlippenbart. Partische Koteletten, was? Na, wenn hier bitte schon glatt rasieren. Ja, aber ich komme mit der Frisur nicht klar. Wie sieht denn der elfische Rebellenschnitt aus? Rasiert. Lose unterm Kopf. Lose, das ist das, was wir hatten. Wie sieht das denn aus? Den kostet ja nur irgendwie 10, was auch immer. Naja, es ein bisschen zu streng aus, oder? Also Rebellenschnitt ist anders. Offen, nicht zu lang. Lang und offen. So waren wir. Rasiert, dann macht er ja hier komplett alles weg. Lang und offen. Ach komm. Vielleicht wächst es sich ja noch raus. Bis dann. Naja. Zumindest ist der Bart ab. Bin ich auch mal gespannt, ob der hier irgendwie nachwächst. So, die Herren. Mann von Hurensohn. Aha. Was? Will man hier reingucken? Abgeschlossen. Naja. Irgendwann kommen wir da vielleicht auch noch rein. Wer auch immer der Hurensohn ist. Wo haben wir Städtler? Aha. Hast du sie gestern schreien hören? Was haben Sie der Frau angetan? Das gleiche wie immer. Zuerst die Fingernägel, zum Schluss brechen Sie ihr die Knochen. Ich ertrage das nicht mehr. Nach dem Wachdienst reiche ich ein Versetzungsgesuch ein. Beruhige dich, Pete. Es sind doch nur Hexen. Vielleicht. Der berühmte Geralt von Rivia. Tun Sie aber wie du mich an. Okay, also da irgendwo scheinen Hexen zu sein. Hier drin. Auch abgeschlossen. Verdammt, Arzt. Hier drin. Er schläft. Auch schön. Bin ich jetzt eigentlich richtig da, wo ich hin wollte? Wo ich noch gucken wollte, was da ist? Ja. Hier wollte ich mir mal angucken. Geh mir aus dem Weg. Ob wir noch hier noch irgendwas haben. Geh mir aus den Augen. Okay.
Genieß das Leben, Mutant, solange du kannst. Sind etwas feindselig, die Herren. Aufgrund der anhaltenden Feindseligkeiten wurden alle Fakultäten und Abteilungen der Akademie zu Ochsenfurt geschlossen und alle Rechte der Institution wurden aufgehoben. Achso, sind wir hier an der Uni. Aha. Die Studenten werden hiermit zu Mitgliedern der redanischen Armee, mit Ausnahme der Philosophen, deren körperlicher Zustand sie für jegliche praktische Tätigkeit ungeeignet macht, und der Mediziner und Kräuterkundler, die sich umgehend beim Feldlazarett zu melden haben. Mhm. Lang lebe König Radovid. Aha. Mutant. Ja. Wächter. Okay. Hier gibt's nix. Also hier, die Uni ist dicht. Die haben hier alles eingezogen. Dem Hexenjäger ist auch nichts zu reden. Ich habe eine narrensichere Methode, Hexen zu exorzieren. Immer aus dem Weg. Lang lebe, etc., etc. Oh, hier ist zum Speien nach diesem Gelage in der Tat. Sieh an, ein Hexer. Ja, ja, ein Hexer, genau. Immer noch hier unterwegs. Wo wollte ich denn hin? Ich wollte eigentlich weiter nach oben, ne? Aus, kartentechnisch. Deswegen, wo wollte ich denn hin? Ich wollte hier hoch. Genau, da wollte ich noch irgendwie hin. Okay. Vor Weißer Adler. Achso, das ist da, wo der Troll wohnt. Das hatten wir jetzt soweit alles hier sauber gemacht. Tja. Achso, gibt's hier keinen Wegpunkt, kein Dingsi? Weil dann würde ich sonst sagen, wir gucken, dass wir hier rauskommen, hier rum, zu dem, dann hier hoch, da durch, damit wir unsere Passierscheine endlich mal nutzen können. Lang lebe Radovid! Dass wir dann da oben endlich mal dahin kommen, wo wir eigentlich hin sollen. Zwar jetzt nicht wegen der Hauptquest. Du kannst passieren. Um nach Skellige zu kommen. Ach, jetzt tun die wieder hier vorne rum. Hallo, die Herren, könnten Sie mal hier ein bisschen... Danke. Habt ihr einen Passierschein? Komm schon. Wir brauchen keinen Passierschein. Wir sind aus Novigrad, seit über 8 Generationen. Krieg wieder unter deinen Stein. Es ist ja schwierig, wenn hier die Leute mal einem im Weg Lang lebe, etc., etc. Oh. Ihre und Heimatland. So, hier ist der eine Händler. Na, gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken, was da so guckt. Aber hier schon? Ich weiß es gar nicht. Sieht zwar mal so aus, als wären wir hier gewesen. Bei... hier nichts mehr sonst rumsteht. Hier auch erledigt. Ja. Ja. Geralt tritt ihn einfach noch. Er hat's eh verdient. So, wo ist denn das Monsternest? Immer noch in dieser Richtung. Ja. Dann müssen wir mal großflächig das Ganze umlaufen, nicht, dass wir da irgendwo runterfallen.
Hier sind auch wieder die komischen, umgeknickten Bäume. Ich weiß immer noch nicht, was das soll. Würde mich echt interessieren, warum hier die Bäume so alle umgeknickt sind. Na, hier, der leuchtet auch noch, Geralt. Nimm hier den Sack da auch noch mit. Aha. So, hier. Zielgenau. Treffen die Dinger. Steppt der Mob. So, ja. Ein paar Blümchen. Sphärenfell. Sofern wir da mal irgendwann dann dazu in unsere Burg hinkommen. Wir das ja vor den Kamin legen und uns da mit allen drauf rumwälzen. Was haben wir denn hier? Lauft weg! An der Küste wurden zahlreiche Monster gesichtet. Wenn euch euer Leben lieb ist, flieht ins Landesinnere. Aha. Steht hier dasselbe? Warum auch nicht? Rot, das da schon bestimmt noch seit ewigen Zeiten rumliegt. Eine Murmel, ja, ja. Da ist nix. Dafür da oben. Na, komm da hoch. Okay, das ist auch dasselbe. Schade. Ja, ein Kugel. Ey! Jemand? Da hinten ist einer. Der will sich hier verdrücken. Okay, dann suchen wir nur noch den ganzen Loot hier zusammen. Der hat's auch hinter sich. Deswegen schade, dass man da nicht direkt irgendwie mit den Leichen ja irgendwie noch was machen kann. Das wäre bestimmt auch noch irgendwie interessant, sobald man irgendwie auf so eine Leiche trifft, dass man da noch gegebenenfalls irgendwas mit denen anstellen könnte. Halt auch untersuchen oder sonst irgendwie was. So was, was Geralt die ganze Zeit da irgendwie so macht. Wäre nämlich auch noch irgendwie so ganz cool. Sobald hier irgendwie was rumliegt, eine Leiche, dass Geralt dann meint, ah, hier, da können wir nochmal nachgucken. Ah, Bissspuren, Klauenspuren. Hm, da waren wohl, was weiß ich, am Berg. Komm schon. Überhaupt noch Granaten. Ach, da hinten.
Hier noch was? Ah ja, da. Eine Leiche. Oh. Sieht nach Regen aus. Ist offensichtlich, Geralt. Es ist sehr offensichtlich, dass es nach Regen aussieht. Es sieht so stark nach Regen aus, dass er schon irgendwie hier runterfällt. Blöde Bienen, die da direkt hier am Wasser bauen. So, da ist aber lauter nichts. Dann holen wir das Ding hier auch noch. Zwischenzeitlich gucke ich mal gerade, was ich hier bekommen habe. Nee. Nicht so wirklich. Deswegen, es ist zwar immer mehr Rüstung drauf, aber deswegen, ich brauche halt da die Stats eher. Okidoki. Gut. Durchs Gebüsch ist schwierig. Wir waren hier, dann können wir gerade... Ja, ich weiß, eigentlich wollte ich direkt dahin, aber dann... Was ist das denn hier? Hier könnte man eigentlich auch durch. Dann da auf die andere Seite. Schauen wir mal. Dass hier kein Wasservibe oder sowas auftaucht, ist ja gut. Wir hätten auch hier den Weg nehmen können, aber hey. Wir nehmen den umständlichen Weg. Hä? Gegen die zu kämpfen ist vielleicht nicht gerade die schlauste Idee, weil ich sehe absolut nicht, was die machen. Aber im Prinzip ist es eh wurscht. Ich schwinge eh nur stupide durch die Gegend. Aber hier irgendwo raus, rein. Ah. Licht hier. Ja. Okay, haben wir jetzt. Scheiße. Ja, genau, scheiße. Eigentlich hatte ich gedacht, er würde nach hinten schlagen. Da, wo ich vorher gestanden habe. Mistvieh. Ah, das war jetzt ein anderes als das, was wir vorhin erledigt haben. Ich habe schon gerade gedacht, es wäre einfach respawned. Ah, jetzt können wir auch mitnehmen. Mhm. Ja. Ist ein Zwergenschnaps drin. Gerard, hast du. Nein, dann lass halt. Dann lass halt aus. Hier?
Ennok-Map irgendwas. Klingt elfisch. Einmal lesen. Buch ist verbrannt, nur einige wenige Seiten sind noch intakt. Ibis me willin vente calm entel len etariel epcor malod. Ach, bla. Keine Übersetzung, schade. Ist wohl ein Elfenreim oder sonst irgendwie was. Na gut, dann würde ich sagen, mache ich hier an der Stelle Schluss. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, was da was mit dem Fragezeichen da auf sich hat. Also, bis zum nächsten Mal.